Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mit euch heute Natronlauge herstellen, und zwar die Natronlauge, die auch Bäcker für Brezel und Laugengebäck verwenden. Das hat mit diesem Natron, den wir im Einzelhandel bekommen, gar nichts zu tun. Also damit könnt ihr Säure binden in Konfitüren, das könnt ihr benutzen als Treibmittel für euer Gebäck zusätzlich oder statt Backpulver zum Beispiel. Aber die Natronlauge, mit der ich jetzt heute arbeiten werde, das ist Lauge, die bekommt ihr im Internet. Die bekommt ihr in der Apotheke teilweise schon fertig angemischt. Oder auch bei Bäckern, die noch selber backen. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so üblich. Oder so gang und gäbe, besser gesagt. Die mischen euch oder die geben euch teilweise auch fertig angemischte Lauge mit. So, was müsst ihr über Lauge wissen? Natronlauge ist ätzend. Natronlauge ist eben nicht pH-neutral und alles, was nicht pH-neutral ist, ist für die menschliche Haut ätzend. Sprich, kommt es an eure Finger, kommt es an eure Schleimhäute, in die Augen etc. pp., kommt es zu Verätzungen. Mit Natronlauge könnt ihr normalerweise auch euren Abfluss reinigen, wenn er verstopft ist. Nur mal so nebenbei bemerkt, damit ihr mal wisst oder ungefähr abschätzen könnt, was da passiert mit der Natronlauge. So, es gibt allerdings zwei verschiedene Arten von Natronlauge. Einmal die industrielle und einmal die für Lebensmittel geeignet ist. Ich habe mir diese Lauge jetzt speziell in einem Bäckereiversand bestellt. Und ja, ihr müsst wissen, wenn ihr mit der Natronlauge arbeitet, auf der Verpackung steht schon mal, ist es ätzend, was ich euch ja gerade schon gesagt hatte. Dann, dass ihr auf jeden Fall Handschuhe tragen solltet. Ich würde empfehlen, eventuell ein bis zwei Paar Einweghandschuhe oder eben auch ganz normale Haushaltsgummihandschuhe, die gelben, grünen, blauen, was weiß ich, was die für Farben haben, pink, also womit ihr theoretisch auch sauber machen könnt. Dann müsst ihr wissen, Natronlauge ist nicht in Glasbehältern aufzubewahren. Natronlauge macht gummiporös. Sprich, wenn ihr das Ganze auch entsorgt, hinterher, müsst ihr das hochgradig verdünnen. Also wir setzen uns jetzt hier gerade oder gleich eine Lösung an von 3 bis 4%ige Lösung, womit eben dann auch Gebäckstücke gelaugt werden. Wenn ihr das Ganze entsorgt, solltet ihr das nochmal, also die fertige Lauge nochmal auf einen 10 Liter Eimer Wasser geben und dann erst in die Toilette oder den Ausguss gießen und dann aber ordentlich nachspülen nochmal. Wenn ihr die Natronlauge anrührt, entsteht jede Menge Hitze. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht hingehen und, so wie ich es jetzt hier habe, die Natronlauge nehmen und da Wasser drauf gießen, weil dann extreme Hitze und Verätzung entsteht. Das heißt, wir geben uns jetzt einmal hier, ich habe jetzt etwas über 1 Liter Wasser und habe jetzt hier 35 Gramm Natronkügelchen drin. Also Natron bekommt ihr entweder als Plätzchen oder als Kügelchen, wie gesagt, in der Apotheke. Oder eben auch im Internet, wo ihr euch halt auch fertige Laugen schon bestellen könnt. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, etwas über 1 Liter Wasser und 35 Gramm, also eine 3,5%ige Lösung stelle ich mir jetzt hier. 35 Gramm Natron-Kügelchen. Gebe jetzt hier einmal, hoppla, jetzt plöre ich hier noch. Gebe jetzt hier einmal mein Wasser in die Auflaufform. Das fand ich jetzt am besten, zum Beispiel, weil ich mir jetzt gerne gleich Brezel laugen möchte. Und da ist halt einfach diese lange, breite Auflaufform am besten geeignet. Wir rühren uns jetzt also in das Wasser ganz vorsichtig diese Natronkügelchen ein. Wichtig ist auch immer, dass das Ganze kalt angerührt wird. In Rezepten wird ja immer empfohlen bei Backnatron, dass das Ganze aufgekocht wird. Das bitte nicht tun. Immer nur bei Natronlauge mit kaltem Wasser arbeiten. Das Ganze löst sich jetzt hier auch schon relativ gut auf. Und wenn ihr euer Gebäck, eure Brezel, eure Brötchen, was es alles gibt, es gibt ja auch teilweise so kleine Laugenvögelchen und was man da nicht alles machen kann, so Laugenknoten und. Bitte nur für 4 bis 5 Sekunden in die Natronlauge tauchen. Und was auch noch zu beachten ist,
ist, dass eure Gebäckstücke, bevor ihr sie eintaucht, sollten die ein bisschen abgesteift sein, nennt man das. Abgesteift sein bedeutet, dass die Gebäckstücke außen schon so ein bisschen, wie soll ich das sagen, angetrocknet sind. So eine leichte Kruste gebildet haben. Meist ist es ja so, wenn man Hefegebäck hat, man lässt es ja nochmal ein bisschen gehen. Sprich, man formt es fertig. Wenn ich es brezelt hätte, forme ich mir die fertig, lege mir die erstmal irgendwie aufs Backblech mit Backpapier und lasse sie dann ja meinetwegen nochmal eine halbe Stunde gehen. In dieser halben Stunde entwickelt der Hefeteig oder das Gebäckstück eine leichte Kruste. Also es wird außen halt so ein bisschen fester. Und das braucht das Gebäck auch, um nachher halt diese Natronlauge nicht vollkommen aufzusaugen. Also wenn das Gebäckstück keine Kruste hätte, dann ist es so, dass quasi die Natronlauge in das Gebäck eindringt und die ganze Kruste kaputt macht. Also ihr habt dann hinterher wahrscheinlich so eine Art Blumenkohlgebäck beim Backen, aber kein vernünftiges Gebäckstück mehr. Deswegen, wie gesagt, immer wenn ihr das Gebäckstück gehen lasst, braucht das halt diese leichte, ich sag jetzt einfach mal Haut, die schon etwas fester ist, dann könnt ihr das nochmal für 4-5 Sekunden in die Natronlauge geben, am besten mit einem Schöpflöffel, dass ihr halt nur ganz kurz mit den Fingern nochmal nachhelfen müsst, um das Ganze wieder rauszuholen. Dann halt gleich aufs Backblech bzw. auf Backpapier und ab in den Ofen damit, so schnell wie möglich. Also auch keine Angst haben, die Natronlauge, die verfliegt nach dem Backen oder während des Backvorganges. Sonst, für den einen oder anderen, der sich das jetzt gerade fragt, das ist ja aber ätzend. Jetzt haben wir das an unserem Gebäck dran und wenn wir das dann essen, dann verätzen unsere Schleimhäute. Also ich glaube nicht, dass bis jetzt schon irgendjemand durch das Sonntagmorgen-Laugenbrötchen irgendwelche Verätzungen erlitten hat. Also die Natronlauge wird quasi beim Backen neutralisiert. Aber es sorgt halt dafür, dass wir am Ende eine schöne, braune, leckere Kruste haben. So wie es bei Laugengebäck eben üblich ist. So, mehr gibt es, glaube ich, von meiner Seite auch nicht mehr zu der Natronlauge zu sagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, es hat euch jetzt ein bisschen weitergeholfen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall keine Angst so wirklich vor der Natronlauge haben. Zwar Respekt und vernünftig damit arbeiten, aber keine Angst. So, ich bin dann jetzt auch am Ende. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst Kommentare da, abonniert mich. Und schaut auch gerne mal in den anderen Videos vorbei. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald!